In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Ortslage Gutensberg-Dissen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann aus Niedenstein war mit seinem VW Caddy auf der B254 in Richtung Kassel unterwegs. In Höhe einer stationären Blitzeranlage kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen eine Hauswand. Der Fahrer wurde massiv im Fahrzeug eingeklemmt. Ja, die Person war mit den Füßen im Fußraum eingeklemmt, welches wir aber, wie gesagt, durch hydraulisches Rettungsgerät eine Öffnung schaffen konnten, um die Person zu befreien. Nach einer ärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er wenig später an seinen schweren Verletzungen verstarb. Derzeit ist nicht bekannt, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Um die genaue Ursache feststellen zu können, wurde ein Gutachter in die Ermittlungen einbezogen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und von der Staatsanwaltschaft Kassel eine Blutuntersuchung des Verstorbenen angeordnet. Zunächst wurde vermutet, dass noch eine weitere Person bei dem Unfall verletzt wurde, weil das Fahrzeug über einen Fußweg fuhr. Eine sofort angelegte Suche in der näheren Umgebung war jedoch zum Glück ergebnislos. Nach letzten Informationen wurde die Hauswand nicht so schwer beschädigt, dass eine mögliche Gefahr für das Gebäude bestehen könnte. Zum Einsatz kamen die Feuerwehren aus Gutensberg, Dissen und Deute mit insgesamt 50 Einsatzkräften.